Über die Sender Breslau, Berlin, Schlüsselfeld. Begrüße die Manöver-Röder-Truppe recht herzlich zum diesjährigen Weihnachtsspecial. Wie stelle ich korrekt und in angemessener Höhe einen Weihnachtsbaum auf? Das Wort hat nun Oberstleutnant und Geschützführer Röder. Tag zusammen. Vielen Dank, Obergefreiter Zitzelsberger, für die tolle Einführung und unser heutiges Video. Heute wollen wir euch demonstrieren, wie gesagt, wie man einen Tannenbaum ordentlich aufstellt in geeigneter Höhe. Und ja, wollen dazu hier unsere Wunderwaffe etwas aufmutzen. Dazu haben wir uns einen Raketenexperten aus Rheinhessen einfliegen lassen. Dirk, komm mal her. Ach nö. Okay, hopp. Ach. Oh Mann, Feigling, oh. Hol mal, Herr Zitzelsberger, jawohl. Obergefreiter Zitzelsberger, holen Sie den Feigling bitte mal. Jawohl, es ist mir eine Ehre. Ah, alle hopp. Auf geht's, vorwärts, Marsch! Hallo. Darf ich vorstellen, unseren Raketenexperten Dirk aus Rheinhessen, der heute uns genauestens erklärt, wie man so einen Tannenbaum standesgemäß jawohl. Aufstellt. Ich würde sagen, ran an die Arbeit. Zack, zack. Dann los geht's. So, hallo liebe Freunde. Hier haben wir einen Tannenbaumständer aus Edelstahl konstruiert. Muss kein Edelstahl sein, geht anderes Material natürlich auch, aber ich bin so ein Edelstahl-Freak und deswegen aus Edelstahl. Darauf wird unser Tannenbaum ruhen, das heißt drauf stehen, und wird geführt über diesen Stab. Wir haben hier unseren Tannenbaum-Beschleunigungsmodul konstruiert aus Schwarzpulvertreiber, Z24 wie in der 909, 00, 13, 15 und so weiter verbaut. Oder halt hier unseren Z32 wie bei der 930er. Zwei Stück jeweils vom 930er, sechs Stück vom Z24 und einmal in der Mitte noch ein Zentralbrenner, aber kein Schwarzpulver, das ist mit Komposit, damit der Ganze ein klein bisschen Peak-Schub bekommt, damit er nicht gleich nur von hier vom Ständer fällt, sondern doch ein paar Meter weiter fliegt. Ja, das ist eigentlich mal so das Grobe. Das Ganze werden wir starten mit einer kleinen verbauten Zündanlage im Tannenbaum, zeigen wir aber später noch mehr. Der Tannenbaum wird jetzt halt dementsprechend präpariert. Vielleicht kannst du, geh grad mit. So wird das Ganze später auf unserem Tannenbaumständer ruhen und dementsprechend beschleunigt und dementsprechend fliege. Nee, gab's dafür noch nicht. Oberstleutnant, Geschützführer Röder, wie steht's mit Ihrer Arbeit? Wie geht's voran? Ich habe den Baum ausgelichtet, Masse weggenommen, sodass die Flugbahn etwas gerader und ausgerichteter sein wird. Wunderbar. Ein wahres Wunderwerk, Herr Röder. Sie verblüffen mich und unsere Zuschauer und Gefolgsleute ein ums andere Mal. Oh. Ich würde sagen, wir bringen mal die Aufnahmeplatte hier an. Jawohl, mein Obergeschützführer. Jawohl, mein Obergeschützführer. Was gibt's hier zu lachen? Ich bin. Das ist ja hier eine ernste Sache. Gleich bis ich ausrichte. Unser Weihnachtsspezialgeschoss. Zentralmotor. Abblick bis sie in die Mitte setze, genau. Okay.
Ich schreibe nochmal kurz los, kann man. Gerade schon mal gucken, wo die Schraube ist. Ja. Jawohl, sitzt. Tapralot. Müssen wir hier hin. Man sieht hier eindeutig einen Profi am Werk. Unglaublich, Herr Ritter, unglaublich. Gemessen? Was noch? Ja, ich habe grob gemessen, aber ob es genau passt, könnte eng werden. Jetzt brauche ich mal einen Stab zum Durchstecken. Hm? Oh, einmal. Sie ausrichten, so. Kimi und Con. Fast, ja. Na, wir probieren mal. Mein Helm rutscht. Oberstgeschütz für Herr Röder, sind Sie mit den Vorbereitungen bisher zufrieden? Jawohl, ich muss mich nur noch tarnen. Einwandfrei, Herr Röder, Sie sind quasi nicht wiederzuerkennen. Sehr gut. Hm. So, jetzt müssen wir mit dem Ton über. Zu mir? Ja. Okay. Deutlich besser. Aber ich würde immer noch sagen, eine Umdrehung, nein, also eine halbe. Das ist, macht immer noch einen Absatz. Müssen wir gucken, dass wir... No. So, hä? Das fackelt ja dann nicht, der fällt ja dann. Kann er sich das nicht, er kann, das nicht kann sie nicht aufdrehen. Nee, nee, nee. Ja. Keine Chance. Herr Röder, was ist der nächste Schritt? Wir werden jetzt die Zünder anbringen an diese Raketen. Acht Stück in Reihe geschaltet. Jawohl. Aus der gleichen Charge. Ganz wichtig. Hier, die müssen wir einkleben, weil hier die Düse natürlich halt deutlich größer ist. Sonst würde der Anzünder ja ausgeblasen, bevor er eigentlich wirklich den Halbsatz zündet. Noch einmal zur Erklärung, Herr Raketenspezialist Rheinhessen. Welche Treiber sehen wir hier aktuell, die verzündet werden durch Obergeschützführer Röder im Moment? 6 Schwarzwulftreiber von
Zink Z24, zwei Schwarzpulvertreiber von Zink Z32 und einmal ein Zentralmotor, ein Komposit-Treibstoff ist das. Das hat nichts mit Schwarzpulver in dem Sinne mehr zu tun. Oh je! Der ist dafür da, damit wir eine recht schnelle Beschleunigung aus unserem Startstab haben. Gut, richtige Flugbahn, in dem Sinn wird das Ding nicht nehmen, weil wir haben keine Stabilisatoren und berechnen kann man so einen Tannenbaum eigentlich auch nicht. Also sehr schwierig bis gar nicht. Ja? Wozu haben wir eigentlich einen Experten hier dabei? Wie lange werden diese Motoren in etwa Schub leisten? 2,2 Sekunden ungefähr, 2,5 Sekunden und 1,1 Sekunde. Und was für eine Leistung? Leistung haben wir hier ungefähr ein 19 Kilo Schub. Ja, der Zentral hat 19 Kilo Schub. Hier die Z32 haben ungefähr 6 Kilo Schub für eine ganz kurze Zeit aber nur, weil dann brennt hier hinten im Prinzip unsere Aluminiumhülse auf und dadurch fällt halt der Schub halt auch ab. Das gleiche gilt natürlich auch für die Z24-Motoren. Das heißt, um einen bemannten Flug zu bewerkstelligen, bräuchten wir deutlich mehr Schubkraft. Ja, ganz sicher. Wirklich hinten reingeschalten? Fest. Ja? Ja. Normalerweise, wie gesagt, zwei. Ne, da machen wir zwei draus, sind zu einem extra hier. Ja, dann machen wir extra. Nö, die Zündanlage muss das ja auch abkönnen, sonst hilft uns ja alles nichts. Scheiße, jetzt habe ich natürlich einen Wurscht. Schön ist anders, aber wenn die Zeit wegläuft, gell? In weiser Voraussicht hat unser Raketenexperte den Raketenmotoren sogar eine Flugrichtung vorgegeben, wie auf dem aufgemalten Pfeil wunderbar zu erkennen ist. So herrscht im Moment des Startes keine Verwirrung und der Tannenbaum kann wunschgemäß an Höhe gewinnen. Will ich den als erstes benutzen? Weil dann müssen wir nämlich die Dinger hier rumschrauben für da drauf. Nö, wir machen jetzt den fertig. Ja, machen wir es dann. Jawohl. Kabel wird natürlich noch ein bisschen anders da fixiert. Dass auch alle wirklich den eigenen Anzünder haben. Und wie der Tannenbaum auch wie ein Tannenbaum bzw. Weihnachtsbaum aussieht, kriegt er noch ein paar ordentliche Kugeln rangehängt.